Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Schild. In der letzten Folge haben wir den Champ-Titel uns geholt. Jetzt stehen wir in unserem Zimmer. Ganz erfreulich, Heide. Nichts ahnend. Und auf einmal ist die Olle wieder da. Oh, hoffentlich nicht bitte diesen Einbeisterball. Oh. Der beste Ball. Damit fängst du garantiert jedes wieder Pokémon. Das ist doch schön. Ja, diese Mutter. Wir können jetzt machen und tun und lassen, was wir wollen. Das finde ich irgendwie seltsam. Wir können ja mal zu Hopp gehen. Muss er irgendwo sein. Was ist das? Lieber Frey, dieses Glimmander ist etwas ganz Besonderes. Ich will, dass du sein neuer Trainer wirst. Okay. Deleon. Vor allem, wie viele... Wie hat er da? Ein Glumander. Nein. In eine PC-Box. Vor allem, wie viele Kippis hat er hier, ey? Das ist doch unnormal. Und Hopp ist auch nicht da. Aber auf jeden Fall hat er da so ein paar Bilder von Glurak, Machomai und Gengar. Warum hat er die Pokémon nicht versucht zu fangen? Die einer den Typen, ey. Okay, was fangen wir jetzt hier an in diesem Kaff? Ich bin ja gesagt. Wir könnten ja mal in die Naturzone gehen. Können wir eigentlich in der Arenen auch irgendwas machen? Oder haben wir dieses Schild noch im Inventar? Nö, haben wir nicht. Hätte mich jetzt auch gewundert. Die sehe ich auch nirgendwo etwas aufsteigen. Also ein Licht oder sowas. Was ja meistens immer so ein Anzeichen für einen Raid ist. Wo da hinten ist eins. Und da ist auch noch eins. Also ein lustiges Relaxen. Okay, wo war das? Ich glaube, das linke war näher dran. Ja, da. Gestein. Ein Brokkolos. Da sollten wir doch mal... Ach komm, ich will es einfach mal austesten.
Wir versuchen das mal im Alleingang. So ein fieses Brokkolos. Wieso kann ich das nicht dynamaxieren? Das ist ein bisschen traurig. Ich finde es immer noch krass, ein Carbodorus Hydropumpe kann. Oh Mann, das sieht nicht gut aus. Also mit diesen NPCs zu kämpfen, ist eigentlich lächerlich. Natürlich. Sechs Sterne sind natürlich mächtig. Also wenn man keine Online-Verbindung hat, sind diese Raids einfach nicht machbar. Habe ich das Gefühl. Wollt ihr so wissen, wie das so abläuft? Sind eigentlich mein Pokémon jetzt so kampfgeschädigt? In der Tat. Ich möchte dieses Pokémon heilen. Übertrank. Der Nebel ist ja echt grauenhaft.
Okay, so kommen wir hoch. Also ich würde gerne irgendwie rausfinden, wie wir das legendäre Pokémon fangen. Muss ja irgendwie, also das Cover-Pokémon, das muss ja auch irgendwie möglich sein. Und vor allem, wir haben ja noch keinen Zaubertausch gemacht. Gut, ich packe jetzt einfach mal hier ein Schnäppchen mit rein. Vielleicht müssen wir dafür in den... Man sagt schon. Schlummerwald. Oh, eine große Rade. Coole Sache. Na, schade, dass es nicht so Dings gibt. So nach dem Spiel quasi jetzt noch irgendwelche Quests. Jetzt interessiert. Ach, da ist keine. Ist halt keine Dingsform, Dynamaxform. Schade. Zwingt Gegner dazu, beim Einsatz von Attacken mehr AP zu ver- Ach, okay. Das ist der Sinn hinter diesem Ganzen. Ich verstehe. Vielleicht sollten wir doch in den Schlummerwald gehen. Der war da. Das heißt, wir können dahin fliegen. Ich habe ja Hopp ja auch noch nicht gesehen. Seither. Oder wir müssen überall rumrennen und dieses Schild wieder suchen. So ein Torpedoteil. Ach, das ist ein Geist-Pokémon. Okay, das erklärt natürlich einiges. Warum wir mit Feuer da nicht so wirklich was bewirkt haben und mit der Unlichtattacke en masse Schaden gemacht haben. Ich würde gerne wieder zum See gehen. Wie kommt das Pokémon denn dahin? Nebelsamen. Ich glaube, hier ist es im letzten Mal anders gegangen, ne? Kann das sein? Jo. Na. Ein wildes Mokkorn. Nee, Smokmok. Den Marienkäfer, davon haben wir schon genügend. Ne, falsch. Da müssen wir lang.
Aber jetzt gucken wir mal. Ob wir da irgendwas Tolles machen können. Auf jeden Fall steht da Hopp. Ja, dasselbe könnte ich ihn auch fragen. Fahren wir einfach mal rum. Ich weiß gar nicht, welches Level seine Pokémon haben könnten. Okay, ich sicherheitshalber speichere ich einmal. Weil ich da einfach keinen blassen Schimmer habe, was da jetzt kommt. Jetzt irgendwie Level 70 oder sowas. Dann bin ich richtig in der Kürze. Ja, 59 geht ja noch. Eine Attacke, die nichts bringt. Das bringt auch nichts ab. Ich nehme erstmal Toxicroak wegen der Kampfattacke. Macht Sinn. Kein Problem für Toxicroak. Cramor. Ja, jetzt sind wir auch wieder auf Feuer-Pokémon. Macht er solche Attacken? Die bringen nichts. Statusattacken bringen einfach nichts. Ogel ist ein Wasser-Pokémon.
Versuchen wir es damit. Kein Problem. Guck mal, ohne Probleme. Pritzigel. Pritzigel. Ist das ein Käfer-Pokémon? Ach, das ist dieses Pokémon. Ich hab keine Ahnung, was das für Gift. Elektro? Egal. Es stirbt einfach. Wow, da wir haben ein Buch bekommen. Sanias Buch. Dieses Buch wurde von Professor Sania herausgebracht. Es ist eine unterhaltsame, geschriebene Abhandlung über Neuerkenntnisse zu Legenden der Region von Gala. Ja, oder auch nicht. Aber okay, machen wir. Ja, komm.
Was sind das für Frisuren? Mann, muss das sein. Okay, wir sehen uns hier an diesem Punkt wieder. Deswegen bis in die nächste Folge.